Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Black Desert Online. Wir befinden uns hier auf dem Hof Costa, unweit der Stadt Heidel, und der Postenverwalter Mael Costa hat uns um zwei Gefallen gebeten. Zum einen wollte er, dass wir uns um Echsen kümmern, die ihm die Kartoffeln wegfressen, und zum anderen sollten wir ihm ein bisschen auf dem Hof behilflich sein. An dieser Stelle möchte ich euch ganz gerne jemanden vorstellen, und zwar den Schwarzgeist. Dieser putzige kleine Geselle begleitet einen eigentlich von Anfang an, hilft einem, sich ein bisschen im Spiel zurechtzufinden, gerade am Anfang, zeigt einem zum Beispiel auch an, wenn man sich in der Stadt aufhält, die eine tägliche Quest für einen hat, auch dann meldet er sich zu Wort. Und was er sehr gern macht, er mischt sich in laufende Questreihen ein. Hat er jetzt auch wieder getan. Die Eidechsen hier auf dem Hof Costa waren ihm zu langweilig. Er hat uns stattdessen gebeten, uns nach etwas anderem umzusehen. Und zwar nach Gestrüppspinnen. Oder Buschspinnen. Ja, Gestrüppspinnen, Buschspinnen. Ja. Er sagt, ihr seid gelangweilt von den Echsen. Beschäftigen wir uns etwas näher mit den Buschspinnen. Aus seiner Sicht vielleicht eine ganz gute und lustige Idee, aus meiner Sicht jetzt eher weniger, aber hilft ja alles nichts. Wir lassen uns den Weg anzeigen, schwingen uns aufs Pony und auf geht's zu den Spinnen. Hurra! Ich hätte jetzt die Echsen gar nicht so langweilig gefunden, im Gegenteil. Aber wenn der Schwarzgeist sagt, wir sollen uns um Spinnen kümmern, dann kümmern wir uns eben um die Spinnen. Komm, Mini, leg mal einen Zahn zu. Ja, höher. Also, das möchte ich eigentlich so schnell wie möglich hinter mich bringen. Wer mich kennt, der weiß, für mich sind Spinnen auf der Ekelskala ungefähr auf gleicher Stufe mit Zwiebeln. Macht für mich keinen Unterschied, ob da jetzt eine Zwiebel oder eine Spinne an der Wand sitzt. Wobei sich Zwiebeln ja eher selten an Wänden aufhalten. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier was Neues entdeckt, und zwar das Hauptwachlager. Da werden wir uns aber später damit befassen. Jetzt sind erstmal die Spinnen fällig. Und wie ihr rechts oben auf der Minikarte sehen könnt, wir nähern uns leider schon. Und da sitzt auch schon eine Buschspinne. Und hier sitzt auch eine. Oh! Nein, nein, weg! Sie kommt! Sie kommt! Geh weg! Oh Gott, mein Pony ist von einer Spinne gebissen worden. Verschwinde. Weg. Weg. Ja, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Es ist alles gut. Es ist alles in Ordnung. Brav, brav. Ja, ja. Ja, ich finde sie auch eklig. Igitt. Wieso hüpfen die denn so? Also sie hat ja schon was von einer Kartoffel, aber irgendwie sieht sie auch aus wie eine nackige Vogelspinne. Buschspinnen. Widerlich. Das werde ich dem Schwarzgeist so schnell nicht verzeihen. Oder, oh, da kommt die nächste. Zwei, drei! Weg! Ich geht! Die werden doch nicht auch noch von den Bäumen fallen, oder? Sitzen die in den Bäumen? Wo sitzen die denn? Schon wieder zwei. Nein! Weg! Es reicht. Ich habe ja. Questziel erreicht. Bleib weg. Es reicht. Schnell wieder auf den Weg. Müni! So, dann gucken wir mal. Ihr seht unten rechts, Schwarzgeist-Symbol blinkt. Hässliches kleines Monster.
Die waren ja ganz interessant, aber zu schwach. Ach, das fand ich jetzt nicht nachteilig. Gibt es hier nicht noch ein stärkeres Monster? Wahrscheinlich. Eventuell so eine LKW-große Riesenspinne. Ihr solltet stärker werden. Sind die Kreaturen im Sumpf im Moment noch eine Nummer zu groß für euch? Das weiß ich nicht. Das kommt auf die Kreaturen im Sumpf drauf an. Wir können uns ja mal angucken, was hier... weg. Was macht die denn für Geräusche? Sind das die Buschspinnen? Nein! Ein ganzes Rudel! Weg! Weg! Okay, das werden ja immer mehr. Paulchen, wir gehen. Ui! Ui, 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 ui. Ich glaube, die sind auch nicht ganz ohne. Was sind denn das? Wie heißt das? Oh, Sumpfnagas. Nagas. Bei Nagas werden ja Erinnerungen wach. Haben auch ein kleines bisschen Ähnlichkeit mit den Nagas, die ich von WoW zum Beispiel kenne. Ein kleiner Salamander. Stirb, garstige Naga. Vielleicht sollten wir sie töten, bis wir Wissen drüber erhalten. Kann natürlich auch sein, dass der Schwarzgeist sagt, wir sind zu klein, die Naga zu stark. Deswegen gibt er uns jetzt keine Quest für die Naga. Gib diesem Pflanzen. Geht fort! Ja, also so... Mega finde ich die jetzt nicht. Das ist eine kleine Herausforderung. Ah, die Spinne wieder. Nein, nein. Mini, Mini. Auf. Steig doch auf. Steig auf. Weg hier. Die werden uns doch jetzt nicht nur hinterherkommen, oder? Gott sei Dank. Pfui. Igittigit. Nee, nee. Also, ich würde sagen, von dem Schreck erholen wir uns mit irgendwas Ruhigem. Und zwar hatte ich ja gesagt, ich habe ein kleines Äckerchen. Acker kann man es ja gar nicht nennen. Außerhalb von Heidel, da sollen wir uns an der Pflanzenzucht versuchen. Werden wir jetzt auch tun. Ich brauche jetzt einen kleinen Ausgleich zu den ekelhaften Arachnoiden. So, dann gucken wir uns mal auf der Map um. Hier ist Heidel. Und hier ist mein kleiner Garten quasi. So. Müni, auf geht's zum Garten. Hör, hör. Bisschen schneller. Ich hoffe, der schickt uns jetzt nicht durch Heidel durch. Ich halte mich ja eigentlich lieber in Velia auf, weil Velia ist ein gutes Stück kleiner als Heidel. Aber es hilft ja alles nichts, da müssen wir einfach durch. Mit der Zeit werden wir uns dann auch in Heidel ein bisschen besser zurechtfinden. Aus der Bahn. Aus der Bahn. Ich sag nur Autorität. Ja, ja, bitte anerkennen. Oh, ich glaube, wir müssen doch mitten durch die Stadt. Verzeihung, Entschuldigung. Darf ich mal durch? Danke. Ha, wir haben sie abgehängt. Gib alles, Müni. Eigentlich müssten wir für die Pflanzenzucht auch alles im Gepäck haben. Wir haben Weizensamen. Ein leeres kleines Feld und Wasser. So. Hier ist mein kleines Gärtchen, alles noch am Anfang. Ich habe nur einen Platz zum Bepflanzen, auch nur einen schwachen Zaun drumherum.
Ihr seht hier Garten mit schwachem Zaun. Und mit der R-Taste kommen wir in den Platziermodus. So, im Gepäck haben wir Weizensamen. Den werden wir jetzt einsetzen. Und zwar hier. Weizen für den Anbau. Ist installiert. Dann gucken wir mal, ob es uns irgendwas... Ich habe extra destilliertes Wasser mitgenommen. Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Ja, ihr seht, hier sind auch ein paar Sachen zu beachten. Temperatur zum Beispiel. Die richtige Temperatur lässt Feldfrüchte schneller wachsen. Luftfeuchtigkeit beeinflusst die Wahrscheinlichkeit, ob Feldfrüchte während des Wachstums von Fäulnis befallen werden. Gibt's ja auch. Grundwasser, ganz klar, beeinflusst die Feuchtigkeitsstufe von Feldfrüchten. Ist der Wasservorrat gut gefüllt, wird Feuchtigkeit wiederhergestellt. Ist er niedrig, nimmt die Feuchtigkeit ab. Ja, klingt logisch. Feuchtigkeitsstufe von Feldfrüchten, wenn sie die Stufe 0 erreicht, fällt die Ernte geringer aus. Klar, dann vertrocknet einem natürlich alles. Und Feldfrüchte haben sogar einen Gesundheitszustand. Der Zustand von Feldfrüchten verschlechtert sich, wenn sich Vögel über sie hermachen. Je schlechter der Zustand, desto länger die Wachstumszeit. Für sowas habe ich gesehen, beziehungsweise sieht man auch hier im rechten Fenster, Vogelscheuche bietet Schutz gegen Vögel. Haben wir keine, hoffen wir einfach, dass die Vögel nicht so hungrig sind, dass sie unser einziges Weizenpflänzchen hier kaputt machen. Wie mir scheint, kann man auch Vieh anbauen. Kann ich dann hier Kühe pflanzen? Es wäre schön, wenn ich Ponys pflanzen könnte. Oder einen kleinen Einhorngarten. Ja, den Platziermodus wollen wir verlassen. Feldfruchtinfo anzeigen. Okay. So, jetzt haben wir hier Temperaturanzeige. Die Luftfeuchtigkeit. Grundwasser. Sieht aus, als würde Grundwasser fehlen. Wenn ich jetzt... Also ich habe destilliertes Wasser dabei. Wenn ich das jetzt benutze... Hat sie denn jetzt den Garten gegossen oder nicht? Nee. Platziermodus wollen wir nicht. Ah, tatsächlich. Also mit Rechtsklick auf das destillierte Wasser erhöht sich quasi hier, wie soll ich sagen, naja, der Grundwasserspiegel erhöht sich nicht, aber wir haben unser Weizenpflänzchen gegossen. Dann werden wir mal gucken. Ich glaube, wir sind ja jetzt noch streng nach Anleitung vorgegangen. Die Quests nennen sich praktischer und wertvoller. Abschlussziel ist Jemkas Drakenschreck. Erhaltet hochwertige Weizensamen durch Pflanzenzucht. Punkt 1. Stellt Zäune im Grasland von Serendia auf. Haben wir getan. Klickt auf die Schaltfläche Interaktion beim aufgestellten Zaun, um den Installationsmodus aufzurufen. Haben wir getan. Punkt 3. Sät die Weizensamen im Installationsmodus. Haben wir getan. Wenn der Weizen reif ist, klickt auf die Schaltfläche Pflanzenzucht. Wiederholt das so lange, bis ihr hochwertige Weizensamen erhaltet. Okay. Ja, hier steht es jetzt auch nochmal beim Wasser. Wasser bekommt man beim Materialienhändler zum Beispiel in Heidel bei Flaviano. Man kauft sich einfach leere Flasche, füllt sie mit Flusswasser und gießt sie aufs Feld. Oder man kann es so machen, wie es ich gerade gemacht habe. Man kann das Flusswasser auch aufkochen, kann es destillieren. Und hier steht auch, destilliertes Wasser oder gesäubertes Wasser kann mehr Feuchtigkeit zuführen. Oh, ich sehe gerade, 7 kann man es auch. Gut, das ist dann eine Möglichkeit, zum Beispiel die Fähigkeit beim 7 zu erhöhen. Okay, Weizen ist gegossen. Dauert natürlich ein bisschen. Ihr seht es wahrscheinlich hier, hoffe ich, einigermaßen. Ja. Weizen für den Anbau, 1%, fertig. Dauert auch eine ganze Weile, bis der erntereif ist. Wir hoffen, dass wir den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen. Wäre natürlich ärgerlich, wenn uns der Weizen jetzt kaputt geht durch Vögel. Aber wie sage ich immer, vom Schlimmsten ausgehen und das Beste hoffen. Okay. So, dann würde ich sagen, war genug Aufregung für heute. War auch ein kleines bisschen Entspannung dabei, hoffe ich. Wir kommen für diese Folge zum Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Würde mich auch freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Denkt dran, wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt im Spiel, wenn euch was interessiert, schreibt es mir einfach in die Kommentare rein. Ja,
Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.